Was geht? Wir spielen heute eine Runde Showdown in NBA 2K25, My Team. Und ich habe einen neuen Spieler, den ich euch gerne zeigen würde, den ich selber auch in Showdown noch ausprobieren möchte. Und das war der erste Spieler, der für mich etwas mehr MT gekostet hat. Es handelt sich um ML Carr. Shooting Guard, Small Forward, ist 2,1 Meter, 1,98. Ich dachte, du wärst 2,1 Meter, Brudi. 85 Offense, 99 Defense. Wir haben ganz gute Werte. Der Dreier ist eine 78, Ballhandling ist gut. Aber das, was ihn halt auszeichnet, ist die Verteidigung und auch die Plaketten. Zwei Hall of Famers, Off-Ball-Pass, On-Ball-Bedrohung. Der wird auf jeden Fall auf den Ballführer vom Gegner geswitcht. Dann haben wir noch weitere Defensivplaketten, aber auch Finishing. Und der Release von ihm ist relativ schnell. Ich muss mal gucken, ob der vielleicht nicht zu schnell für mich ist. Warum habe ich mir den jetzt geholt so teuer? Michael Jordan, der bei mir von der Bank kommt, der auch richtig stabil ist. Ich mache zwar nicht viele Punkte mit ihm, aber er verteidigt halt alles weg. Hat nur noch einen Spielvertrag, danach ist er raus. Und dann muss ich mir überlegen, was ich mache. Ich habe ihn für 50.000 bekommen. Ich habe heute Morgen mal geguckt, der geht für 60.000, beziehungsweise der günstigste ist für 60.000 drauf. Deswegen, ich denke, ich habe einen guten Deal gemacht. Wenn er jetzt die nächsten Tage sinkt, dann kommt er so langsam auf den Preis, wo ich zugeschlagen habe. Von daher kann ich das ganz gut verkraften. Jetzt gehen wir mal in Showdown rein. Ich habe heute Morgen noch gar nicht gespielt. Ich bin komplett kalt. Ich habe bisher 9 Spiele gemacht und ich habe 9 Spiele gewonnen. Wer hätte das gedacht, dass ich direkt so gut reinstarte? Es ist aber schon zu merken, dass die Gegner langsam wirklich schwieriger werden. Am Anfang hat man ja alles wegrasiert, aber mittlerweile jetzt die letzten 2-3 Spiele, da musste man schon gucken, wie man seine Siege holt. Hat aber geklappt. Wir machen das nächste Game. Mal gucken, wer der Gegner ist. Viel Spaß beim Video. Und wir haben einen Gegner gefunden. Der Gegner ist heftig. Ich habe schon in den Defensiveinstellungen gesehen, er hat die Domination schon durch. Er hat Level 40 T-Mac. Er hat noch Giannis und Durant. Er hat auf der Bank noch weitere gute Spieler. Also das wird ein Kampf. Sein Team ist auf jeden Fall besser als meins. Er hat 18 Siege, ist in der 9. Division. Wahrscheinlich hat er auch noch nicht so viele Niederlagen. Wir gucken mal, wie es läuft. Ich hoffe, dass ich so spielen kann, dass ich ein bisschen dabei kommentiere und nicht zu sehr konzentriert sein muss. Und das ist die erste gute Defense. Shotclock-Überschreitung. Er kam nicht zu seinem Wurf. Wir haben es gut gemacht. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Offensive performen können. Wir werden ins 5-Out gehen und spielen Pass and Screen Away. Slipscreen von Giannis. Der Pass kommt und der Layup ist drin. Die ersten Punkte für uns. Wenn Giannis und KD irgendwann nicht mehr in meinem Team sind, dann bin ich geliefert. Eigentlich wieder gute Defense. Ich hatte aber keine gute Position. Wir müssen eigentlich Giannis auswechseln, weil er komplett durchblickt hat, was wir mit Giannis machen wollen. MLK geht durch. Derrick Rose. Oh, Jalen Brunson räumt ab. Was ist denn hier los? Wir sind da. Komm. Ah, als ob du den Dreier nimmst. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Let's go. Und jetzt KD, Fast Break. Wo sind wir? Wo ist MLK? KD, mach ihn rein. Money für 3. Wir führen mit 5 zu 2. Wichtiges Ding, ey. Release von KD, extra nochmal geübt. Den haben wir. Keine gute Wurfauswahl. Rebound ist bei uns. D-Rose. Mit den nächsten Punkten, das ist so abgeklärt unterm Korb, wir führen. Jetzt will er mit T-Mac schon erzwingen. Ob der geht. Ah, den Release drauf von T-Mac, das ist nicht gut für uns. Giannis, let's go. Wir sind da. Giannis macht nichts. Ah, das, genau das will er. Genau das will er, dass ich da in seinem Post hängen bleibe, damit er schön das Ding raushauen kann. Mir Vince Carter. Gib mir Giannis. Nicer Move. Oh, okay, Giannis. Giannis ist seit 10 Spielen. Wenn das jetzt das 10. ist, dann ist er seit 10 Spielen meine Lebensversicherung. Das ist crazy. Die machst du nicht. Wo ist MLK? Wir sind da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Keine Position. Was macht D-Rose? Dein KD? Mein D-Rose? Mein MLK? Wir sind da.
MLK Rebound, let's go. Wir haben den letzten Angriff in diesem Viertel. Wir lassen es auslaufen. Wir lassen es auslaufen. Wir holen uns MLK ran. Gehen mit Vince Carter und... Ah, shit, gute Defense von seinem Giannis. Jetzt keinen Break erlauben. Den wird er nehmen. Guter Screen und das Viertel ist zu Ende. Wir führen. Das lief doch ganz gut. Aber es ist heftig. Weiter geht's. Wir haben Ball. Jalen Brunson ist noch drin. Vince Carter, den gönnen wir uns doch hoffentlich und wir ziehen das Foul. Das ist extrem wichtig, solche Dinger zu bekommen. Wir führen nur mit 3. Können auf 5 ausbauen. Der Gegner hat jetzt seine Bank gebracht. MLK ist dabei. Wir sind am Start. Wir sind da. Let's go. Gute Defense. Das ist top. Und er kriegt den Wurf nicht. MLK. Wir gehen durch. Und das ist KD. Und er ist drin. Let's go. Da war er in der Off-Ball-Defense und hat komplett verkackt. Get blocked. Let's go, Giannis. Wir sind da. Und die Rose mit Plaketten. Macht die nicht rein. Ich habe ihm noch Wurfplaketten gegeben. Hilft alles nichts. Gegner macht aber auch den Ball nicht rein. Wir haben Glück gerade. Ja, da will er das Charge. Das kriegt er nicht. Giannis, come on. Offensiv-Rebound. MLK. Wo sind wir? Flipscreen. MLK, der geht nicht. Giannis. Mit dem... Ah, fast mit dem Offensiv-Rebound. Jetzt müssen wir aber wirklich gleich wechseln. Ah, okay. Oh, er verlegt ihn. Ich nehme das Timeout, wir wechseln. Ich habe meine Bank drin und zu meiner Bank gehört Clement, der ist so gut. Slipscreen. Let's get it. Oh, ich werde abgeräumt. Tatum. Ich habe halt mit manchen Spielern echt die Releases noch nicht drauf. Und das ist so ärgerlich. Weil eigentlich sind wir gut drauf. AD, wen hat er nicht? Und das ist so gut verteidigt und er macht ihn trotzdem rein. Das ist traurig. Mach mit MJ das Spiel. Wir führen mit 6. Er lässt Kleeman frei. Das wird bestraft, oder? Was? Nein, nicht? Zu früh? Okay. Ich habe auf Jason Tatum Ziegelwand auf Silber drauf. Da könnte man eventuell was mitmachen. Geiler Layup von MJ. Perfekt. Das sind die Punkte, die ich brauche. 8 Punkte vor ist so nice. Kleeman ist da. Saric ist da. Jetzt kommt wieder der Post-Move. Diesmal kriegen wir den Ball. Let's go. Die Leute versuchen in der Defense wirklich mit solchen Sachen. Oh, shit. Versuchen wirklich mit solchen Sachen mich aus der Ruhe zu bringen. Keine Chance, Mann. Da musst du gegen Anfänger spielen, Bro. Ah, jetzt hat es mal funktioniert und er kriegt das And One. Jetzt hat einmal der Slipscreen funktioniert und dann kriegt er das And One, kann auf 7 Punkte rankommen. Scheiße. Das ist nicht gut. Der hätte sitzen müssen. Jason Williams, Kleeman. Gute Defense. Wir brauchen einen Switch. Komm. Wir brauchen einen Switch. Wo ist MJ? Oh shit, das ist nicht das, was ich will. Macht er den? Er macht ihn nicht. Perfekt. Wieder letzter Angriff für uns. Sohan nimmt den Ball. Und ich will einen Slipscreen von Saric. Und den kriege ich. Und das ist ein Dunk. Let's go. Wieder 9 Punkte vor. MJ, Saric, Kleeman. Ah, den kriegt er nicht. Meine Defense ist... Ich bin ruhig unterm Korb. Keine Chance. Und wir haben zu Beginn des dritten Viertels den Ball. Das ist sehr gut. Michael Jordan ist durch. Saric. Oh, der Ball ist ein bisschen unruhig hier gerade. Kleeman. Saric. Der sollte gehen. Ich habe mit Saric meinen Wurf nicht mehr drauf. Das ist schlecht. Sohan ist da. Wo ist er? Wieder diese Scheiße mit dem Post, dass die Leute im Post hängen bleiben. Das hat letztes Jahr schon gut funktioniert. Und wenn dann die Dreier fallen, das ist ganz, ganz schlecht für mich.
Slipscreen brauche ich nicht. Ich gehe mit Kleeman durch. Das sind die ersten Punkte von meinem Lieblingsspieler, weil er einfach ein Saphir ist und die Leute auseinandernimmt mit seiner starken Defense. Mal gucken, ob du was machst mit Jason Williams. Wir sind da. Wir sind wieder da. Wir sind. Ah, da hat er sich die Position erkämpft. Das ist ärgerlich. Wir bräuchten jetzt auch mal wieder so einen Dreier. Wir sind noch durch. Saric, aber jetzt. Aber jetzt! Das ist so wichtig, weil er mich freilässt. Weil er denkt, ja, der trifft eh nicht. Gib dir gleich, Mann. Saric mit dem Steal. Den habe ich gesehen. Das war meiner. Und jetzt Michael Jordan mit dem Layup, den er nicht reinmacht. Tatum. Und wieder Saric mit dem Dreier. Das ist die Strafe. Das ist die Strafe, wenn du mich freilässt. Was denkst du, was du bist in deiner Off-Ball-Defense, Mann? Ich frage mich manchmal, wie Leute schon so weit sein können in dem Game. Das ist der nächste Steal. Ah, doch nicht. Den machst du nicht. Saric ist da. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Und das ist jetzt Kleeman. Mit seiner Kleeman-Show gegen AD, Saric. Aber jetzt kommt seine Verteidigung. Und das ist MJ. Geht leider nicht rein. Grün mit 12, das ist so stark gerade. Ah, Jason Williams hier. Leichtes Mismatch, da kommt auch ein Pick and Fade. Der traut sich nicht zu werfen. Dass der reingeht, ist lucky. Bringen wieder MLK rein. Das ist eigentlich einer von denen, wegen denen ich hier die Aufnahme gedrückt habe. Der lässt mich werfen, ne? Krass. Ah ja, dann? Ach, come on. Sohan holt den Rebound. Das ist so geil, Junge. Ah, stark. Kleeman. Sohan, der hat so einen langsamen Release. Und er geht nicht rein. Oh, 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 oh. Kleeman verteidigt Giannis, Junge. Der Typ ist ein Biest. Mir kann keiner was anderes erzählen. Und jetzt MLK. Nee. Und wieder Sohan. Ich muss den nehmen. Ich muss den nehmen. Get blocked. Oh, shit. Gegner hat einen Freiwurf daneben gemacht. Wir sind da jetzt mit Giannis. Der jetzt hier durchgeht. Gegen KD. Ah, kriege ich den? Jo. Giannis ist brutal. Giannis ist brutal. Nimmst du einen Stepback? Geht nicht. Geht nicht. Und jetzt die Rose für 3. Das wär's. Boah, ich würde ja fast schon sagen, that's game, Alter. Aber man weiß nie. Manchmal fragt man sich, was Leute mit solchen Spielern machen. Gib mir T-Mac. Gib mir den Brunson. Gib mir diese Spieler. Keine Ahnung. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Gib mir die Rose. Wow. Wir verteidigen alles weg. Wir verteidigen alles weg. Meine Defense ist so stark. MLK! MLK! Wir sind da. Wir sind da. Was für ein Rang war der? Rang 9, Rang 8? Sehe ich gar nichts von, Junge. Wir haben ihn komplett gebrochen. Vince Carter. Ich sehe Giannis. Ja, Position, das sehe ich. Wir haben doppelt so viele Punkte wie er. Wer hätte das gedacht? Wir sind da. Die Leute haben keinen Plan, was sie machen sollen. Wenn man ein bisschen verteidigen kann, dann haben die Leute keine Chance gegen dich. Wir switchen das. Heroes. Wir switchen das. Ja, Giannis kann nicht werfen. Wir sind da. Giannis ist da. Spiel. Wirft nicht. Verstoß. Wir sind brutal. Ich weiß jetzt nicht, ob der Gegner so krass ist. Ich erinnere mich an den Gamertag. Ich habe irgendwann schon mal gegen den gespielt, aber... Heroes, Stepback. Und das ist auch wieder... Uff, keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ach, come on, das ist T-Mac. Vince Carter. Vinny C mit dem Layup. Gegen Giannis. Geht nicht.
Yo, wir sind so da, Mann. Wir sind so da. Und jetzt gib mir nochmal MLK. Der soll nochmal zeigen, was er drauf hat. Gib mir einen Dunkmeter. Gegen Giannis. Schade. Pass raus. Das ist der erste Korb, den er gefühlt seit zwei Vierteln macht. Das ist krass. Wie wir in Halbzeit 2 abgelockt haben. MLK. Schade. Letzte Minute in diesem Game. Wir haben rasiert. Ah, die Dinger müssen reingehen. Das ist für die Zukunft echt eine Hausaufgabe, dass solche Dinger einfach genutzt werden. Also es darf nicht passieren. Nimm ihn doch. Ich kann dem auch nicht helfen. Wenn er die nicht macht, da kann ich ihm einfach nicht helfen. Wir sind da. Wieder Shotblock Violation. 3, 2, 1. Und lucky, dass er den noch los wird. Das war so ein starkes Spiel. Am Anfang tougher Gegner von der Aufstellung her. Aber wir haben ihn gebrochen. Und als er gebrochen war, war sowas von Feierabend. Der hat jetzt hier im letzten Viertel noch ein paar Punkte gemacht. Richtig fokussiert war ich auch schon nicht mehr. 10. Spiel, 10. Sieg. Crazy. Einfach nur crazy. MLK offensiv durch 2 Fehlwürfe und einen guten Dreier aufgefallen. In der Defensive habe ich 4 Rebounds gesehen. Und wenn er auf dem Feld war, abgesehen jetzt vom letzten Viertel, wir sprechen jetzt so von den ersten anderthalb Vierteln, dann war es stabil. Auf jeden Fall ein würdiger Free Agent MJ-Ersatz. Auf jeden Fall. Was er nicht so gut kann, ist halt, dieses Athletische ist halt bei Jordan besser. Also für 50.000, glaube ich, habe ich da einen guten Spieler. Ich hätte auch gerne Ruby James Posey, aber der ist sehr teuer und der ist nicht immer auf dem Auktionshaus verfügbar. Weil den jeder, wer den hat, behält den. Und diese Karten werden nicht so oft gezogen. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Statistiken. Unser Giannis ist trotzdem Topscorer mit 12 Punkten, 5 Rebounds, 2 Blocks. Mann, der ist brutal. Saric hat rasiert, 2 von 4 Dreiern. Hat auch defensiv richtig gut standgehalten gegen seine AD. Durant mit 2 von 2 Dreiern. Genau das wünsche ich mir von Durant. Einfach geiles Shooting. Und dann haben wir Sohan, 1 von 3 Dreiern. D-Rose hat... Ja, mit 4 Assists hat er auch gut dazu beigetragen. Dero ist halt mit seinem Tempo immer gefährlich. Vince Carter ein bisschen enttäuschend. Und MLK, ja gut. Wir haben 1 von 4 Field Goals. Wir haben 1 von 2 Dreiern. Aber letztendlich MLK, Lockdown Defender. Das war jetzt ein Spiel, wo ich es jetzt am Ende auch forciert habe. Der Wurf, der muss noch sitzen. Der Release ist schneller, als man denkt. Und dann... sollte das klar gehen. Wenn nicht, das ist ja das Geile dieses Jahr, kann ich ihn ja einfach verkaufen und mir meine MTs wieder mit 10% Steuerverlust zurückholen. Deswegen, ich werde den jetzt erstmal behalten. Klare Empfehlung, muss man mal gucken. Wenn du auch ganz viele MTs hast, dann kannst du es mal probieren. Ansonsten wäre mein nächster Move, glaube ich, Alperen Şengün. Weil wenn Giannis und KD dann auslaufen, brauche ich auf jeden Fall noch jemand auf Weg. Saric ist geil, aber... der trägt mich nicht ein ganzes Spiel. Şengün wäre da schon nice. The Wild. Sind mir zu viele MTs dafür, dass der nicht werfen kann. Und Şengün hat alles. Er ist halt ein bisschen kleiner. So, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.